Da bist du endlich. Bin ich. Setz dich. So werden wir uns nicht unterhalten. Wie sieht's an der Grenze aus? Du hast den Bericht erhalten. Es geht mir nicht um den Bericht. Es gehört sich, mit einem Plausch anzufangen. In höheren Riegen gehört sich das so. Ist das so? Ralf hat mir davon berichtet. Er war im Dienst eines Adligen, bevor er herkam. Immerhin bin ich jetzt auch einer. Man sollte die Gewohnheiten seines Ranges kennen. Angeblich schickt es sich nicht für Adlige, sich mit gewöhnlichen Niederen abzugeben. So ist es nicht. Ich habe ihn befördert. Er ist nun Quartiermeister und mein vertrauter Berater. Daran wirst du dich jetzt gewöhnen müssen. Das reicht. Verschwinde. Hast du dich satt gesehen? Sie schicken uns immer bessere. Angeblich soll der Krieg für den König nicht so gut laufen. Vielleicht will er uns motivieren, mehr Erz zu liefern. Gut möglich. Du fragst dich sicher, warum ich dir aufgetragen habe, einen so weiten Weg auf dich zu nehmen. Du hast es befohlen. Mehr muss ich nicht wissen. Dieses Mal musst du es wissen. Habe eine böse Vorahnung. Ich brauche vertrauenswürdige Leute an meiner Seite. Leute wie dich. Du wirst die Garde übernehmen. Und deine Leute werden sich hier anschließen. Du hast hoffentlich nicht gedacht, dass ich dich nur zum Reden kommen ließ. Was ist mit meinem Posten? Die Grünhäute haben sich beruhigt. Wir können jemanden mit weniger Erfahrung hinschicken. Er wird sehen, wie es ist zu führen. Zu langsam, zu langsam. Du bist schon tot. Und du bist seit einer Woche verschimmelt. Du gehst mir auf die Nerven. Wer bist du überhaupt? Ich kenne dich nicht, du bist nicht mal von der Garde. Nun, weil sie schon Abschaum wie dich aufnehmen. Beruhigt euch, wir wollen uns hier nicht gegenseitig umlegen. Wäre mein Kamerad nicht, wärst du jetzt tot. Wäre dein Kamerad nicht, würdest du für Mord hängen. Das war doch nur ein Messer. Das reicht jetzt, klar. Ruhe, Lars kommt. Freundlicherweise hat uns der herrschende Dagan in seiner Weisheit den Befehlshabenden des Grenzposten Offizier Ragusa als Hauptmann der Garde auserkoren. Jetzt untersteht ihr seinem Befehl.
Die Regeln sind einfach. Ihr gehorcht den Befehlen des Vorgesetzten, ohne sie zu hinterfragen. Ihr fallt ihm niemals ins Wort. Wenn etwas unklar ist, bittet ihr höflich zu sprechen. Für Ungehorsamkeit gibt's Schläge, für Diebstahl Hand ab, für Verrat den Tod. Gardist Larenz, vorgetreten. Der Gardist Larenz wird mein stellvertretender Offizier. Wenn ich nicht in der Nähe bin, behandelt ihr ihn, als wäre er ich. Einspruch. Unter ihm werde ich nicht dienen. In Ordnung. Gib die Rüstung zurück. Du bist gerade Butler geworden. So meinte ich das nicht. Aber ich habe es so gemeint. Gib deine Ausrüstung zurück und melde dich beim Quartiermeister. Er wird dir eine Hütte zuweisen. Warte, ich habe viele Kontakte. Taran wird das nicht gefallen. Wie du willst. Das wirst du noch bereuen. Bedrohst du den Hauptmann? Dafür wirst du deinen Kopf verlieren, Bastard. Lass ihn. Sein Leben wird schlimmer als der Tod. Hey, du. Bist du endlich wach? Ah, wo sind wir? Wir sind auf einem Bergpass mit bewölktem Himmel und dieser Barriere am Horizont. Das kann nicht sein. Ich habe nichts getan. Unschuldig, ja. Das sagt doch jeder. Am besten ist für dich, sobald du durch die Barriere kommst, überzeugst du jeden davon, dass du ein Mörder, Psychopath und der größte Hundesohn des Kontinents bist. Den Unschuldigen zu spielen, bringt dir nichts. Weswegen bist du hier? Ich? Ich war ein Mörder, ein Psychopath und der größte Hundesohn des Kontinents. Ich habe einfach nur einen Apfel geklaut, aber verrat das keinem. Das hier habe ich vorhin einer der Wachen abgenommen. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber das, was hier drin steht, ist ein Vermögen wert. Und das erzählst du mir jetzt einfach so. Klar, ich könnte das Ding auch selbst wegbringen und die ganze Belohnung nur für mich einstreichen. Aber jemand könnte mich überfallen, ausrauben und dann bei Gelegenheit umlegen. Und so gierig bin ich nicht. Die Belohnung können wir uns teilen. Also, wie sieht's aus? Klingt gut. Komm, es geht los. Ja, ich beweg mich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Dann besprechen wir den Rest. Du bist dran. Im Namen seiner königlichen Hoheit, König Robas II., Träger des Zepters von Varant, verurteile ich diesen Sträfling zu lebenslanger Haft in der Strafkolonie. Warte, warte! Ich kann nicht schwimmen! Angeblich lernt man das schnell, wenn man am Ertrinken ist. Für sowas habe ich keine Zeit. Er lügt ganz sicher. Schmeißt ihn rein. Los!
Sagst du mir endlich, wohin du mich führst? Es ist nicht mehr weit. Du warst am Grenzposten, richtig? Mhm. Hast du Orks gesehen? Wie viele hast du getötet? Eine ganze Menge. Nach einiger Zeit habe ich aufgehört zu zählen. Also ist das Töten eines Mannes ein leichtes für dich? Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ich dir trauen kann. Du bist anders als die anderen in der Garde. Weißt du, ich habe noch niemals jemanden... Einige mögen das als Schwäche sehen. Ehrlich gesagt bin ich auch kein richtiger Kämpfer. Und wie hast du es geschafft, in die Garde zu kommen? Der alte Hauptmann braucht jemanden, der ein Auge für Zahlen hat, um die Waffenkammer zu verwalten. Als ich eines Tages aufwachte, ist irgendwas mit meinen Augen geschehen. Ich sah die Zahlen nur noch verschwommen. Der Hauptmann verlor die Geduld und teilte mich der Patrouille zu. Ich kann von Glück sagen, dass mich bisher keiner entlarvt hat. Wie hast du dann hier überlebt? Ich hatte so meine Mittel und Wege. Ich habe niemanden vertraut. Ich will, dass du mir hilfst, mit mir übst und mir zeigst, wie man kämpft. Es gibt hier gleich einen guten Ort, wo uns keiner beobachten wird. Grüße von Hazard.